sich Freunde ein. Wo lässt man Sorgen, Sorgen sein? Bitte begrüßen Sie unseren Gastgeber, Andy Borg. Wo fühlst du dich gleich wie zu Haus? Wo trägt man dir den Kummer aus? Wo sitzt vereint mit dem Fliesenleger? Die Wirtin und der Nobelpreisträger. Du seid hier froh und ich ebenso. Wo gibt's dies und das und viel Schlagerspaß? Servus, guten Abend, Dankeschön, vielen Dank, herzlich willkommen, Dankeschön, ja. Vielen Dank, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zum Schlagerspaß, zu einem für mich ganz besonderen Schlagerspaß. Sie wissen das, ich freue mich immer, wenn wir uns sehen, aber heute freue ich mich besonders, es gibt mehrere Gründe dafür. Drei davon heißen Alma, Konstantin und Jens. Schön, dass ihr da seid. Und ganz viele Gründe zum Freuen sitzen an unseren Tischen. Unsere Gäste, unsere hochkarätigen Gäste, so viel Zeit muss sein, sitzen an den Tischen. Die werden heute Abend für uns Musik machen. Und ein kleiner Grund ist noch mit dabei zur Freude. Ich darf mein 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Vor 40 Jahren im September, genau 40 Jahren im September, gab es in Wien einen Talentwettbewerb. Da suchte man den talentiertesten Dreijährigen, der Peter Kraus imitieren konnte, und ich habe gewonnen. Oder so irgendwie muss es gewesen sein. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Aber es war genau vor 40 Jahren. Und wenn ich Ihnen jetzt was sage, dann sage ich das aus tiefstem Herzen. Ich bin heute ein bisschen aufgeregter als sonst, weil mein Heimatsender, das österreichische Fernsehen, der ORF, ist mit dabei. Meine Landsleute schauen heute zu. Grüß euch. Ich freue mich total. Oder ich sage so, wie Heinz Konrad immer gesagt hat, guten Abend, die Damen. Guten Abend, die Herren, servus die Marlen, servus die Buben, und ich finde es total leiwand, dass ihr heute da seid. Meine Damen und Herren, Sie merken gerade, das wird eine zweisprachige Sendung. Sie wissen das, der größte Unterschied zwischen Österreich und Deutschland ist unsere gemeinsame Sprache. Es wird quasi eine kleine Eurovisionssendung. Beim SWR und beim ORF ist heute Abend der Schlagerspaß, und es wird ein Schlagerspaß. Ich bin geborener Wiener, ich bin in Wien geboren, lebe aber die meiste Zeit meines Lebens in Deutschland. Und wenn man mich heute früge, wo bist du denn daheim? Dann würde ich sagen, nein, ich würde singen. Da, wo meine Wurzeln sind. Allein des Wegel gehen, lass mich ganz allein am Bachel stehen. Nur einen Augenblick, ich schau nur zurück. Da war ich so oft als kleiner Bub, und ich höre am Vogel zu. Dies, was mir singt, es singt bei Nacht der Wind. Wo dich die Menschen lieben, da bist du noch heute Kind, nur da bist du daheim. Da, wo deine Wurzeln sind, ist auch dein Herz geblieben, und jeder, der in Fremde geht, wird lang ein Fremder bleiben.
Zwinker Servus sagt, hab ich meine ersten Schritte gemacht. Von dem weiten Weg, den man so geht. Ich hab so viel Glück gehabt in meinem Leben, aber dieses Gefühl wird's nie mehr geben. Es war meine schönste Zeit, bis ein Heimweh bleibt. Da, wo deine Wurzeln sind, wo dich die Menschen lieben, da bist du noch heute Kind, nur da bist du daheim. Da, wo deine Wurzeln sind, ist auch dein Herz geblieben. Und jeder, der in Fremde geht, wird lang ein Fremder bleiben. Da, wo deine Wurzeln sind, wo dich die Menschen lieben, da bist du noch heute Kind, nur da bist du daheim. Da, wo deine Wurzeln sind, nur da bist du daheim. Lieber Andi, Florian. Ich darf dich im Namen des gesamten Teams hier in deine Fernsehecke einladen. Okay, ich wollte dich gerade fragen, was machst du hier? Tust du Fernsehen schauen, während wir eine Sendung machen? Ich habe erstmal dir zugeschaut und habe dir zugehört. Okay. Und du hast ja vorhin gerade so schön gesagt, vor 40 Jahren hat bei dir alles angefangen. Ja. Und man möchte es kaum glauben, damals gab es schon bewegtes Bildmaterial. Nein, du fangst jetzt nicht an, mir was vorzuhalten. Ich war jung und brauchte das Geld. Kannst du dich noch an deinen ersten Fernsehauftritt erinnern? Also so richtig muss es bei dem Talentwettbewerb vom ORF gewesen sein. Genau. Da habe ich ein Lied von Peter Cornelius gesungen. Und da hat es begonnen, dass sich mein Künstlername entwickelt. Borg. Richtig, weil ich habe alles, was an mir war, geborgt. Schau her, der Anzug, wirklich jetzt, nur die Unterhosen waren meine. Alles sogar andere? Die Socken. Ja. Ich habe Schuhe, was ich bin ja nicht so groß. Die haben mir Schuhe, die waren mindestens 4 Nummern zu groß. Und wenn man über die Treppe geht und du weißt, 10 Zentimeter von diesen Schuhen stehen drüber. Und das war, also hast du den ersten Fernsehauftritt, bewegtes Bild? Wir haben uns den mal rausgesucht und ich finde, die Zuschauerinnen und Zuschauer sollten auf gar keinen Fall verpassen, sich diesen tollen Moment noch mal anzuschauen. Okay, okay. Diese Welt blickt auf die Sieger und die Stars im Rampenlicht. Helden, Dealer, Schurken und Spieler, von den anderen spricht man nicht. Träumer, Trends und Clowns, die immer nur im Schatten stehen und blinzelnd in die Sonne sehen. Sie sind das Salz im Meer dieser Zeit, Lieder ohne Zahl und Bilder voller Fantasie, die Welt wärmer ohne sie, die Träumer, Träums und Clowns. Manchmal lebende Märchen, andere finden Klang und Reim. Manch einer kann ein paar Tränen, durch ein Lächeln dich befreien. Träumer, Trends und Clowns, die immer nur im Schatten stehen und blinzelnd in die Sonne sehen. Sie sind das Salz im Meer dieser Zeit, Lieder ohne Zahl und Bilder voller Fantasie. Stehen und blinzeln
Salz im Meer dieser Zeit, Lieder ohne Zahl und Bilder voller Fantasie. Die Welt wäre Hermann ohne sie, die Träume träumten klar. Also, wenn ich Ihren Applaus richtig deute, dann meinen auch Sie, dass der junge Mann eine schöne Stimme hat. Er ist jetzt natürlich sehr glücklich, dass er den Auftritt hinter sich hat. Und er hofft halt auch sehr, dass jemand bei einer Plattenfirma das gehört hat und auch zur Kenntnis nimmt. Wahnsinn. Ja. Und das haben viele gehört. Viele gehört. Warst du schon auf der Welt? 81 geboren. Okay. Im selben Jahr. Ja. Ja. Und seitdem stehst du auf der Bühne. Unglaublich. Also, ich habe jetzt gerade zugeschaut und dieses Lied Träumer, Tramps und Clowns, ich habe damals nicht gewusst, dass ich einer werde. Ein Träumer, ein Tramp und ein Clown. Alles ist eingetreten. Und jetzt seid ihr alle da und dieses Publikum ist ganz etwas Besonderes, so wie der nächste Gast, der jetzt auf die Bühne geht, der eigentlich auch österreichischer Bayer ist. Seine Eltern sind in Wien geboren, er ist in München geboren. Lebt in der schönen Schweiz. Wir sind beide gleichzeitig angekommen vor der Sendung. So ein schönes Tessiner Kennzeichen hat er da, wie sagt das? Dem Burschen geht's gut. Und er ist schon, der schmunzelt über mein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Der Mann steht schon sehr, sehr lange auf der Bühne. Einer der ganz großen Filme gedreht, Musik macht für uns. Und er singt nicht nur seine eigenen Lieder schön. Er singt auch die Fremden. Die schönen alten Schlager, sehr, sehr gerne und sehr, sehr gut. Hier ist Rote Lippen von Peter Kraus. Ich sah ein schönes Fräulein im letzten Autobus. Sie hat mir so gefallen, da gab mich ihren Kuss. Doch es blieb nicht bei dem anderen, das fiel mir gar nicht ein. Und hinterher hab ich gesagt, sie soll nicht böse sein. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind dem siebten Himmel. Und ich hab mir gedacht, so rote Lippen soll man küssen, Tag und Nacht. Heute ist eine schöne Frau, schon lange meine Braut. Und wenn die Eltern es erlauben, werden wir getraut. Jeden Abend will sie wissen, ob das auch so bleibt bei mir, dass ich sie küsse Tag und Nacht, dann sage ich zu ihr. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah. Ich habe dich gesehen. Ich hab mir gedacht, so rote Lippen soll man küssen, Tag und Nacht. Rote Lippen soll man küssen, ja, denn küssen sind sie da. Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah. Ich habe dich gesehen und ich hab mir gedacht, so rote Lippen. Peter Kraus, ihr habt es einfach drauf, oder? Ich sag dir, Florian, wenn ich in 2 Jahren so alt bin wie Peter Kraus, möchte ich auch noch so singen können und so umeinander hupfen.
Das ist unglaublich. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich war schon so oft, vor kurzem erst bei dir in den Sendungen, und dass du jetzt da sitzt. Ich muss jetzt einfach nur mal meine österreichischen Lanze, ich stehe dazu auf, begrüßen. Schön, dass ihr zuschaut. Was haben wir schon schöne Stunden miteinander verbracht? Also, ich weiß gar nicht, warum wir uns damals aus den Augen verloren haben. Aber ist ja jetzt auch egal. Jetzt haben wir uns ja wieder, jetzt haben wir wieder benannt, und ich habe hier einen Brief aus Österreich. Da steht Folgendes. Lieber Andi Borg, richtig geschrieben, P-O-R-K. Wir sind eine Frauenrunde aus Tirol und freuen uns immer auf deine Sendung beim SWR. Wir haben, das zergeht mir wie Butter, wir haben beim ORF angerufen und den Wunsch angebracht, doch die Sendung auch beim ORF zu bringen. Sie sollen nur wissen, dass wir dich in Österreich vermissen. Ist es einfach? Man schreibt an den ORF und schon sind wir da beieinander. Ist wie beim Christkindl. Liebe Grüße aus Tirol, deine Frauenrunde. Herrlich. Meine Damen und Herren, wir in Österreich haben natürlich auch Bands, die weit über die Grenzen hinaus bekannt sind. Wir haben einiges miteinander erlebt. Ich freue mich, dass ihr in dieser besonderen Sendung hier seid. Aus Tirol, aus dem Zillertal, die jungen Zillertaler. Bitte sehr. Montag früh und ich steh auf. Der Kopf tut weh, die Beine auch. Aufs Butterbrot, Nutella drauf. Leben am Limit. Und bei der Dusche, die ich brauch, wär ich fast ertrunken auch. Nimm am Limit. Nicht verzagen, lieber mal schnell Mädchen tragen. Spieglein, Spieglein im Regal, ein weiser Mann, der sagte mal, wie's auch ist und was mal war, egal. Läuft's mal schief, bleibt stets stabil und scheiß. Den Chef lieb angelacht. Ihr fragt, was er beruflich so macht. Leben am Limit. Feierabend und ich fahr in Zone 30, 40 km/h. Handy am Ohr, natürlich mal da. Leben am Limit. Nicht verzagen, lieber mal schnell Mädchen fragen. Spieglein, Spieglein im Regal, ein weiser Mann, der wie's auch ist und was mal war, egal. Läuft's mal schief, bleibt stets stabil und scheiß da nix. Wenn du ein Weg für dich zum Ziel, Leben am Limit. Leben am Limit. Dann gib das für der Mutter aus. Leben am Limit. Und trag den ganzen Rücken nach Haus. Leben am Limit. Die schaut's auf einer Lederkauf. Leben am Limit. Die ganze Nacht zum Feiern raus. Leber am Limit. Spieglein, Spieglein im Regal. Ein weiser Mann, der sagte mal, wie's auch ist und was mal war, egal. Läuft's mal schief, bleibt stets stabil und scheiß. Weg führt dich zum Ziel, Leben am Limit. Die jungen Zillertaler beim Schlagerspaß. Sie sehen im Zillertal, die haben irgendein Grat, irgendeine Luft dort, da bleibt man immer jung. So wie die Claudia Jung, die ist ja auch aus dem Zillertal. Stimmt eigentlich, wenn du so redest, das stimmt wirklich. Bei uns, das macht, glaube ich, einfach die Bergluft oder unser Quellwasser, sagen wir. Ja, und daher habt ihr auch eure Fröhlichkeit. Wir kennen uns, ich sage das einfach einmal unseren Zuschauern, wir kennen uns wirklich viele Jahre. Wir waren zusammen auf Tournee, und Tournee heißt, man kennt sich auch privat. Hinter der Bühne, wenn die Burschen völlig, und wenn die mit mir zusammenkommen, da haben sie genau einen richtigen Kunden. Könnt ihr euch noch an diese Weihnachtstour erinnern?
Ich muss allerdings dazu sagen, wir waren 40 Tage mit dir unterwegs. Und ja, nach dem 20. Tag sind uns dann schon auch so manche ehrfürchtige Ideen eingefallen, muss ich sagen. Ja. Wir können uns sehr gut an die Weihnachtstournee erinnern. Es war 1900. Das ist egal, das interessiert keine Menschen. Da war ich 2 oder 3 Jahre dabei. Und Sie müssen sich das so vorstellen. Weihnachtstournee ist immer so mit ein bisschen melancholisch, romantisch. Was haben wir gesungen? Ja, es ist bei uns. Es wird ja, genau, so gleich dunkel. Und die sind gekommen in Schäferklamotten, so richtig mit Mäntel, mit einer Laterne, mit einer echten Kerze drinnen, mit einem Stock aus Holz, mit so einem Schäferstock, stehen dann bei mir, neben mir auf der Bühne und wir singen, wird schon, und man muss ernst bleiben. Und ich denke mir, stehe neben dem Burschen und denke mir, was riecht denn da so verbrennt? Sag du. Ja, und weil es schon der 20. Tag war, hatten wir in diese Laterne oben ein Ei aus der Küche geholt und dieses Ei auf die Laterne geschlagen. Und das heißt, während die neben mir standen, wurde aus diesem Ei ein Spiegelei, ein verbrenntes Spiegelei. Und ich durfte nicht lachen, weil wir haben ja gerade, es wird schon dumm gezungen, ne? Und das raucht da lauter so. Wir haben uns kaputt gelacht. Ich sag's Ihnen, also, aber so, innerlich. Weihnachten ist das Fest der Freude. Also, ja, genau. Wir haben Fest der Freude. Ich habe euch gebeten, wenn ihr das nächste Mal vorbeischaut, mein Lieblingslied aus Tirol. Kennt ihr alle? Du bist das Land, dem ich die Treue halte. Und die Burschen haben sofort gesagt, machen wir. Sie können es zwar nicht, aber sie spielen es jetzt. Dem Land Tirol, die Treue, die jungen Zillertaler. Mitsingen. Ich bin begeistert. Also wir haben eine illustre Runde hier jetzt. Ich hoffe, Sie merken das zu Hause. Wir haben richtig, wie sagt man, Schlagerspaß. Ja. Also vielen, vielen Dank für das Mitbringen. Wir hören nachher noch ein paar. Wir sind ja einige Schritte meines Weges gemeinsam gegangen und da haben wir ein paar Lieder noch von den jungen Zillertalern, die Sie uns mitgebracht haben. Die hören wir dann später. Meine Damen und Herren, jetzt wird es formell ganz einfach, weil ich stolz bin, dass diese beiden da sind.
Ich habe mir vorgenommen zu sagen, meine Damen und Herren, jetzt kommt ein Duo, aber das wäre falsch, völlig falsch. Jetzt kommen Solisten, zwei Solisten. Nein, was rede ich denn? Das sind Weltstars, die haben überall auf der Welt, haben die schon Auftritte gehabt. Der eine hat eine Karriere hingelegt, der hat früher im knallroten Gummiboot gesungen und gespielt und jetzt steht er am Traumschiff als Kapitän. Und die zwei singen miteinander, manchmal. Und sie machen uns, geben sich die Ehre und spielen für uns und singen ihren neuen Titel Zoom. Ein ganz modernes Wort, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber das Lied, total super. Meine Damen und Herren, Thomas Anders und Florian Silbereisen. Denk an die vielen Jahre, Momente, die mal waren. Wir haben Freude und Leid geteilt. Wir sind niemals alleine. Oh nein, das nimmt uns keine. Das nächste Hoch wird angepeilt. Neue Dimension im Schlagerschwarz. Hammer. Setzt euch bitte hierher. Danke. Ich schreibe mir jetzt selber so lange Wunschbriefe, ja? Wo drauf steht, sie hat es wieder getan. Ja, ist doch gut. Hammer. Also danke, ihr zwei, das ist, wir haben gerade gesehen, aus einer Zeit, wo ihr noch in der Nudelsuppe geschwommen seid, wo meine Karriere begonnen hat. Darf ich, Thomas, ja, das ist kannst du dich an deinen ersten Fernsehauftritt erinnern? Oh ja. Oh ja, der war vor gut 40 Jahren.
Stimmt, bei ZDF Michael Schanze, direkt großer Abendsender, aber der. Und ich weiß noch, Michael Schanze fragte mich, ja, wie ist es, Thomas, wie ist es passiert, wenn du eine große Karriere machst? Und ich ganz brav, meine Eltern gucken jetzt so, ich mache jetzt zuerst mal Abitur, denn in dieser Branche ist man ja nicht sicher, was alles kommt. Ohne zu wissen, dass wir diese Jahre erlebt haben. Ohne zu wissen, dass ich heute bei dir bin. Ne? Ja. Ja, Florian, ich glaube, ich war fast dabei. Nein. Bei mir war's Schrunz, war es Schrunz, Schagunz, wie die alten Sungen. Karl Moik. Karl Moik, auch. Sepp Drütsch und Uschi Dembrich haben damals moderiert und ich war damals als kleiner Stopsel mit von der Partie. Ja. Da sitzen noch mindestens drei Leute, Stefan, Ross, Florian. Ja. Wir haben alle mit dem großen Karl Moik definitiv angefangen. Klar. Ja. Karl hat mich dann eingeladen in den Stadl und so und dann ging das langsam los. Und jetzt Stadl, darf ich... Stadl? Musikantenstadt, ja. Kennst du doch. Mit Zufall. Mit langen Federn. Ihr habt alle lange Federn gehabt im Fernsehen. Immer lange Haar. Ja. Du immer trägst lange sie bis heute. Ja, genau. Die Federn. Ja, die Federn. Ich lasse Federn. Ja. Die ihr tragen habt, die lasse ich. Andi. Nein, also ich hätte mir damals nicht zu träumen gewagt, dass ich irgendwann mal mit Thomas gemeinsam singen werde, dass ich mit dir immer unterwegs bin. Und ich muss sagen, wir alle, glaube ich, sind heute sehr, sehr glücklich und dankbar, dass wir quasi in deinem Wohnzimmer zu Gast sein dürfen, denn hier in Baden-Baden hat ja deine Moderationskarriere begonnen. Damals Schlagerparade der Volksmusik. Der Volksmusik vom SWR. Dieter Thomas Heck hat es produziert. Das war der Erste, der sich getraut hat, den Schlagerfuzzi moderieren zu lassen. Da ging es los dann, bei dir. Ja. Und dann ging es immer weiter. Irgendwann kam dann der ganz große Samstagabend, die große Eurovisionsshow in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Beste Sendezeit Samstagabend. Stimmt, ich war bei dir in der Sendung. Gleichzeitig mit Stefan Ross bei den Festen der Volksmusik. Plüschtiere umeinander, pastellfarbene Dinger, Kinderballett, alles umeinander. Du schön angezogen. Und dann, und jetzt, es war ja da die los. Größten Shows in einer Halle, wo 10.000 Leute sind in einem Stadion. Ja, hoffentlich am Traubenschiff fährt er umeinander und jetzt sitzt er da und sagt mir an. Was willst du sagen? Na, ich wollte sagen, dass du irgendwann diesen legendären Stadl moderiert hast. Und, ja. Und da gibt es ja ganz schöne Bilder, bewegtes Material mal wieder, was man da sich nochmal anschauen kann. Und vielleicht erinnerst du dich, es gab mal so eine kleine Panne, eine kleine Verwechslung mit Monika Martin. Kannst du dich daran noch erinnern? Der Stefan lacht. Wir schauen. Du meinst jetzt nicht das, wo wir die Umkleidekabine? Nein. Genau das. Nein. Doch bitte. Zu deinem Jubiläum einmal, meine Damen und Herren, für Sie, Andi Borg, in einer sehr speziellen Ausgabe. Du hast in deiner letzten Sendung so wunderschön Akkordeon gespielt, in deiner Lederhosen, hast deine Gstanzeln gesungen. Ja. Und wenn du das für den Florian tun kannst du das bitte auch für mich machen? Ich mach das ein anderes Mal, weil wir haben weder die Hosen noch das Akkordeon. Ich habe alles vorbereitet. Siehst du da drüben diese beiden Umkleidekabinen? Da steht drauf Andi, Monika, drinnen hängt der Dirndl und der Lederhosen. Ich gehe mit meiner Frau schon nicht gern einkaufen. Guck. Jetzt muss ich da... Jetzt muss nein, mal die Monika. Lehrerin durchgreifen, das ist ja nicht wahr. Du ziehst sie um und mit. Aber es ist kein Locherl durch, komm jetzt. Es ist... Ach Gott, nein. Es ist ja total finster da. Ja, bei mir ist auch finster. Monika. Hast du auch kein Licht? Nein, ich hab kein Licht. Leider. Monika. Ja? Bist du sicher, dass wir da das Richtige machen? Natürlich, ich habe alles im Griff. Hast du mir da Schuhe auch eingestellt, Monika? Mit deiner Größe. Weißt du, die Haferlschuhe, was ich das letzte Mal angehabt habe? Jetzt jammer nicht, zieh dich aus. Zieh dich aus. Monika, das Publikum zählt vor. 5, 4, 3, 2, 1. Ich hab sowas befürchtet. Hast du da Steigelschuhe? Yes. Können wir jetzt gehen? Ja. Jetzt fehlt nur, dass der Zillertaler Hochzeitsmarsch auf und dann gehen wir. Kollegen, Dankeschön. Vielen Dank.
Wenn ich das im Fernsehen sagen darf, während dieser Szene, dieser Sendung, hat mir meine Tochter eine SMS geschrieben und mit den Worten, muss das wirklich sein? Andi. So sind die Kinder. Man muss aber sagen, wenn ich das sehe und du kannst deine Tochter dadurch beruhigen, erinnere dich mal zurück, die ganz großen Showmaster, egal ob Karel, ob Alexander, ob Kuhlenkampf, irgendwann waren sie alle mal in einem Frauenkostüm. Ja. Und insofern... auch du. Ja, auch ich, aber ich zähle mich noch lange nicht zu den Großen. Andi, du feierst 40-jähriges Bühnenjubiläum. Und ich habe es vorhin gesagt, 81, da kam Adios Amor plötzlich daher. Ja. 81 bin ich geboren und ich sage das nicht deshalb, um dir zu sagen, dass du keine 20 mehr bist, sondern ganz im Gegenteil, ich sage es deshalb, damit wir uns alle nochmal vergegenwärtigen können, was für eine unglaubliche Karriere du schon jetzt erleben durftest. 40 Jahre lang im Showgeschäft. Und das nicht irgendwie. 40 Jahre lang immer ganz vorne dabei. Du hast nicht nur einen Hit gelandet. Ganz viele Kolleginnen und Kollegen träumen davon, einmal im Leben einen Hit zu landen. Nein, dir ist es immer wieder gelungen. Und ich kann dir nur sagen, ich glaube, da darf ich auch im Namen von vielen Kolleginnen und Kollegen sprechen. Du warst und du bist auch immer ein Stück weit Vorbild. Wir kennen uns sehr, sehr lange und du hast dich in all den Jahren, in denen wir uns kennengelernt haben, nie verändert. Du hast ganz viele Höhen erleben dürfen, du hast aber auch mal schwierige Zeiten durchlebt. Du hast dich nie verbiegen lassen, bist dir immer treu geblieben und trotzdem bist du nie stehen geblieben. Gott hat dich irgendwie da oben gesegnet mit ganz viel Talent. Deine Spontanität, dein Humor, dein Witz, dein Charme, das kann dir... niemand nehmen und da kann dir niemand das Wasser reichen. Deshalb gehörst du für mich zu den ganz, ganz Großen und da eben in dieses oberste Regal. Danke, vielen Dank. Ich fühle mich immer wieder sehr geehrt, mit dir die Bühne teilen zu dürfen. Noch mehr freue ich mich, dass wir ab und zu auch sogar privat den Wohnzimmertisch teilen. Und Andi, ich kann nur sagen, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Du musst jetzt für uns ich zieh alle... Ich keine Frauenklamotten mehr. Nein, nein, wir wollen jetzt deine... großen Hits hören. Ach so. Alle zusammen, Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Sehr gern. Wir hier bei dir beim Schlagerspaß. Und dazu würde ich gerne aufstehen, meine Damen und Herren. Die ganz großen Hits von Andi Borg, natürlich präsentiert von diesem Mann, von Andi Borg. Danke. Danke. Der Giro und der Ferner. Die Fischer von San Juan sind jung und sie sind bisher noch frei. Das Mädchen, das kommt, heißt zu, sie sagt allen beiden zu, sie werden Rivalen sein, die zwei. Das mit den beiden Fischern von San Juan. Das fährt zu der schönen Insel und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam. Das ihr zwei schon selbst entscheiden, ich hab euch beide gern, mir ist's egal. Ich will als Fremde nur erleben, wie hier die Fischer Feste geben, wie mich zum Fest gehört, ist eure Wahl. Das reizt mich, doch das ist's nicht nur allein. Ich fühle, ich möchte gerne
ein Leben lang bei dir sein. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass ich dir was sag. Die berühmten drei Worte werd ich immer dir schenken. Die berühmten drei Worte hörst auch du immer gern. Viele zärtliche Stunden warten noch auf uns zwei. Die berühmten drei Worte, die sind immer dabei. Die berühmten drei Worte, die sind immer dabei. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Die berühmten drei Worte mach ich dir zum Geschenk. Die berühmten drei dir zum Geschenk. Ich sah dir ins Gesicht, du sagtest, frag mich nicht, ich wusste auch so Bescheid. Sie war vorbei, unsere Zeit. Ich hab gemeint, du weißt, er wär mein Freund, du weißt. Das hat er gut gespielt, bis er dich als Freundschaft behielt. Ich weiß, dass ich dich verlor, dass mit dir auch mit Freund ich verlor. Ich komm, verlassen wir vor, du adios, 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 amor. So muss das Leben wohl sein, es holt alle Verlierer mal ein. Ich komm, verlassen wir vor, du adios, 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 amor. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank, mein Gott. Ist lange her. Ja, Florian, vielen Dank für diese Ansage. Ich habe das gar nicht so gern, wenn ich nicht alles weiß vor der Sendung. Ja, vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch, dass du da bist. Gratuliere dir das. Du wirst dich jetzt wundern, warum haben die mich hier hingebeten an die Bar. Wir trinken jetzt nichts. Sondern, Schaut. Lieber Peter, ja. Du weißt nicht, darf ich euch bekannt machen, das ist die Alma. Alma, Alma grüß Peter dich. Raus. Die Alma kennt dich. Darf ich du sagen? Ja, klar. Ja. Vor langer, langer Zeit seid ihr euch begegnet. Und ja. Sie hat uns genau. Das gestern Abend erzählt. Und ich sage, das musst du dem Peter erzählen, der kann sich sicher nicht dran erinnern. Ja. Auf jetzt. Erzähl. Ja, ich wollte noch viel früher anfangen. Eigentlich habe ich schon irgendwie schon öfter mal einen Berührungspunkt gehabt. Und zwar, als ich ein kleines Kind war, war mein aller Lieblingsfilm Das fliegende Klassenzimmer. Das ist eine schöne Kindheitserinnerung, weil das habe ich immer mit meinem Papa geguckt. Ja, und dann ein paar Jahre später, in meiner Abiturzeit, habe ich in einer Tankstelle gearbeitet, so nebenher. Und dann bist du reingekommen und dann ging schon so ein bisschen das Getuschel los. Ah, der Peter Kraus ist hier. Alle waren so ein bisschen, also ich wurde dann so ein Motorrad bisschen... Motorrad oder mit Auto? Ich glaube, mit dem Auto. Auto. Ja, und dann war ich so ein bisschen nervös. Ich war da auch noch ganz neu, ich war ja auch noch ganz jung. Und dann stand ich da an der Kasse, dann hast du eine Kleinigkeit gekauft, hast mir 50 Euro gegeben und ich habe 500 Euro in die Kasse eingegeben. Ja, dann hatte ich da halt so eine... ganz verrückte Wechselsumme und wusste überhaupt nicht mehr, was ich tun soll. War total überfordert. Haben mir meine Kollegen geholfen. Du warst total nett. Hast Er ist nicht ausgeflippt. Nein. Der hat dich nicht zusammengeschüttelt. Weißt du, was passiert, wenn ich an deiner Kasse stehe und du mir von meiner Zeit... Also, nee, ganz... Ich habe gehofft, sie gibt mal 450 raus. Weißt du...
Ich will mal warten. Deswegen bist du so ja, ruhig. Ganz cool. Das ist doch ganz eine schöne cool. Geschichte, oder? Jetzt kriege ich endlich mal Geld in die Tasche. Überleg mal. Nee. Schöne Geschichte, ja. Meine Damen und Herren, Sie sehen also, die ganz großen Künstler, die wir lieben vom Fernsehen, von ihren Filmen, von ihren Liedern, und man stellt die sich dann nett vor. Und einige davon gibt es, die sind wirklich nett. Nicht nur vor der Kamera, so wie dieser Mann. Der hat uns ein Lied mitgebracht, ein ganz altes Lied, aber trotzdem ganz neu. Du hast einen wunderbaren, zeitgemäßen, wunderschönen Text. Darf ich dazu was sagen? Ja, sag, wie kommst es du auf gab sowas? Ja, ich habe sehr früh Karriere gemacht, ja? Mit 16 Jahren auf der Bühne, und am nächsten Tag war er schon bekannt. Er kam, sang und siegte, also es war eine tolle Zeit. Aber es gab ja einen Peter Kraus zuvor, der sich mit Musik beschäftigt hat. Und ich war als 10-Jähriger, als 11-Jähriger, 13-Jähriger, war ich nur Sinatra, Gershwin, alle die großen Stars, Sammy Davis Jr. und so weiter. Und ich habe mich geplagt, ich habe Jazzgitarre gelernt und habe mir gedacht, oh, diese vielen Harmonien. Und wie der Rock'n'Roll kam, habe ich mir gesagt, endlich Musik mit 3 Harmonien, ganz simpel und ganz einfach. Das ist unsere Musik, und diesen Schmarrn kann ich nicht mehr hören. Ich will es nicht mehr. Und dann habe ich losgelegt, rocken. Und heute habe ich mir gesagt, ich möchte eine Hommage machen, und habe also bis jetzt schon, glaube ich, 15 Lieder aufgenommen mit neuen Texten und so weiter von Sinatra-Sachen und was weiß ich, alles was der Zeit, was mich damals als junger Bursche begeistert hat. Meine Damen und Herren, Peter Kraus singt Mr. Bojangle. Okay. Smoking, aber frisch polierte Schuhe. Als ich ihn sah, er stand ganz nah vor mir mit seinem schwarzen Hut und schneeweißem Haar. Ein kleines Mädchen stand vor ihm, strahlte ihn an und sagte leise, komm, bitte tanz. Er sprach, ich bin Bojangles, ich war sehr berühmt. Vor langer Zeit, mit Filmen in Schwarz-Weiß, habe ich viel Geld verdient. Doch das liegt so weit. Heute kennt man mich nicht mehr, nur noch hier. Das Mädchen lachte, sagte, ich kenn dich, komm, tanz. Er tanzte, so wie damals, so wie Fred Astaire. Den Old Soft Shoe. Das Mädchen war begeistert, rief los, komm, noch mehr. Gerührt schaute ich zu. In seinen Augen, da las ich das Glück, so viel Glück. Und auch ich rief, komm, komm, tanz. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, komm, tanz, tanz. Er zeigte mir ein Foto, als er 20 war, jung und galant. Die Frauen haben ihn geliebt. Er war ein Superstar, überall war er bekannt. Doch irgendwie ging es langsam mit ihm bergab. Er
sagte mir, ich glaub, es fing in London an, ja. Ja, ich trank zu viel, na ja, und dann die Drogen und ja, dann irgendwann verlor ich mein Ziel. Heute tanzt er schon für einen Drink oder ein Bier, wenn man nur zu ihm sagt, komm, tanz. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, komm, tanz, tanz. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, komm, tanz, tanz, tanz. Oh, wie schön wäre es, Mr. Bojangles, wenn du noch bei uns wärst. Tanzen könntest. Ja. Ja. Auch das ist Peter Kraus. Hammer. Großes Repertoire. Und neben mir sitzt ein Mann, der auch ein großes Repertoire hat. Aber das war ganz großes Kino, was er gerade gemacht hat. Ja. Das war super, super, super. Also, er kann es einfach. Ja, und der Text, du bist jetzt erwachsen, du singst jetzt Danke. Nicht mehr von Sugar, das ist auch schön. Singe aber ein erwachsener Mann schreibt solche Lieder. Das müsst ihr euch merken. Immer eure Hits zu den Hits stehen. Absolut. Sonst seid ihr irgendwann vergessen. Du das singst war, auch von... Sonst wäre ich ja schön blöd, nicht nur vergessen. Ja. Also deshalb singe ich die natürlich. Aber es gibt, Peter sagt zu Recht, weil es gibt einige Leute, die sagen, nein, lass mich mit meinen alten Liedern in Ruhe. So, machst du auch. Ja, und was ich noch mache, wenn ich auf Tournee bin und weltweit Shows mache, ich habe immer andere Arrangements. Also es klingt ja jetzt nicht so wie den 80ern. Das ist ja jetzt so, wie es heute klingt. Okay. Und alle 2 Jahre wird das Programm neu arrangiert, neu gemacht und auch damit das Publikum überrascht wird. Und was mich bei dir überrascht ist, nicht nur die Arrangements sind, sage ich jetzt einmal, modern arrangiert. Du singst ja auch Swing und solches auch. Ja, ich mache auch Jazz. Ich habe mal Jazzkonzerte hab ich mal gegeben und, und wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Aber die erfolgreichsten sind natürlich das, was ich so jetzt mache und dann eben was früher war. Aber das ist ja wurscht. Wir als Künstler, wer lange dabei ist, muss sich ja auch ausprobieren. Das ist ja ganz wichtig. Klar. Weißt du, warum wir hier sitzen? Nein. Schau her, wir haben da eine Uhr. Aha, sehe ich. Wasser, was auch immer das auf Deutsch heißt, da drückt man drauf und es geht darum, zu testen, welches Gespür du für Zeit hast, ob du weißt, wann eine Minute rum ist. Ich würde dich jetzt bitten, du darfst das natürlich nicht sehen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich da zugucke, weiß ich nicht. Läuft der rückwärts, also auf Österreichisch, läuft das gemütlich, diese Minute. Okay. Also lass dir Zeit einfach, du kannst schon buzzern und dann plaudert man nur ein bisschen. Was passiert denn, wenn ich 10 Minuten, eine Viertelstunde rede? Denn Emma Wasser hast du noch nicht gesehen? Ich habe noch nicht. Nein, Quatsch. Nichts passiert. Einfach, das ist so zum Spaß. Ja, bitte. Zack, Zeit läuft. Wir sehen das schon. Du bist schon drüber. Nein. Ich stelle mir das so vor, du bist in einem weit entfernten Land, Russland zum Beispiel, und singst dann, weiß ich nicht, Sherry Lady? Ja. Und die singen dann mit? Ja, das kann, ist doch da irre. Musst du ja kein Englisch für können. Nein, aber also, die kennen die Lieder, das meine ich damit. Ja. Also ich meine, das ist wirklich von Südamerika über Asien, Hanoi bis nach Los Angeles. Überall singen die Sherry Lady oder Brother Louie und das singen die mit. Liebe Mama, also ich weiß, dass du stolz bist, auch wenn ich in Tirol und in Niederösterreich singe und im Burgenland. Aber das ist, oder? Das ist schon weiter weg. Deine Mama ist auch stolz auf dich. Ja. Ja, bitte. Auch wenn ich nur in Wien und im Wohnzimmer gesungen hätte. Bitte jetzt. Ja.
Aber das beeindruckt mich, das ist so. Du fliegst dann dahin, checkst dann ein bisschen in einem fremden Land mit einer fremden Sprache. Und wie lange bist du dann auf Tournee? Wenn so? Na, das ist unterschiedlich. Manchmal sind es 3 Wochen. Aber ich mache es so, dass es nie länger als 3 Wochen, dass ich von zu Hause weg bin. Na, alle 3 Wochen? Also mir passiert nichts, wenn ich jetzt drüber nein, bin. Nein. Also kein Eimer. Nein. Okay. Aber, okay. Schau her. 74 Minuten. Sekunden, Entschuldigung. Mit dem Rechnen war ich nie so. Ich könnte auch an einer Tankstelle arbeiten und Gelder entgegennehmen. 74, immer noch besser als ich, stelle ich gerade fest. Ja gut, da kann man applaudieren, oder? 74. Hallo, wir haben über die große, weite Welt geredet. 74, 15, alles gut. Ich bin stolz, dass du da bist, freue mich, dass du da bist, wünsche dir alles, alles Gute, komm gesund, egal wo du bist, immer wieder gesund nach Hause. Denn die nächste Interpretin, die ist eine Künstlerin, die auch schon auf eine lange Karriere zurückschaut, steht jetzt auf der Bühne. Ich darf sogar sagen, eine Freundin, ich habe sie schon mal gezwungen, mit mir zu singen, was sie nicht weiß, ich werde das nachher wieder tun. Aber ist egal, wir hören jetzt einen kleinen Ausschnitt oder die Story ihres Lebens erzählt sie uns jetzt. Eine großartige Kollegin, eine der besten Live-Sängerinnen, die wir haben im deutschsprachigen Raum. Hier ist Irene Scheer. Ich höre diesen Song, ein Mädchen, das grad 20 war. Hab so viel erlebt und schon sind alle Bilder da. Dann sehe ich vor mir Gesichter der Vergangenheit. Hello und goodbye, der eine geht, der andere bleibt. Das Glück hat sich manchmal versteckt, nicht immer war alles perfekt. Mal stehst du im Schatten und dann siehst du wieder das Licht. Das ist die Story, Lieben und Leben. Das ist die Story, Vertrauen und Vergeben. Millionen Geschichten, die nur das Leben schreibt. Das ist die Story, Lachen und Weinen. Das ist die Story, Tanzen und Träumen. Das schöne rote Kleid passt noch wie am ersten Tag. Weiß nicht, wie viele Shows es mit mir schon gesehen hat. Das Feuer tief in mir brennt und ist noch immer da. Das Kopfweh ist vorbei, jetzt sehe ich die Dinge klar. Nicht immer war alles perfekt. Mal stehst du im Schatten und dann siehst du wieder das Licht. Das ist die Story, Lieben und Leben. Das ist die Story, mit Trauen und Vergeben. Millionen Geschichten, die nur das Leben schreibt. Das ist die Story, Lachen und Weinen. Das ist Story, Tanzen und Träumen. Und all meine Lieder erzählen die Story of my life. Das Glück hat sich manchmal versteckt, nicht immer war alles perfekt. Das ist die Story, Lieben und Leben. Das ist die Story, Traum und Vergeben. Millionen Geschichten, die nur das Leben. Das ist die Story, Lachen und Weinen. Das ist die Story, Tanzen und Träumen. Und all meine Lieder erzählen die Story of my life. Of my life. Irene Scheer beim
haben, Schlagerschwarz. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Andy, ich freue mich auch. Und auch bei deinem 40. Jubiläum. Mein Gott, du siehst ja so jung aus. Was möchtest du trinken? Ich habe schon bestellt, ein schöner Pinky. Irene, wir haben es gerade, ich habe vorher gesagt, eine der besten Live-Sängerinnen. Das, was man von dir so im Fernsehen kennt, ist eigentlich nur die Spitze von einem, diesem Eisberg in dir. Und es ist, ich komme ein bisschen, ich möchte dich bitten, mit mir unser Duett, ja, das mich mir von Bernhard Brink geborgt habe, weißt ja, du ja noch? Ja, ich weiß aber, es noch. Aber es ist in mir, ich bin zerrissen, weil ich möchte, dass du hier bleibst. Ja. Und trotzdem möchte ich singen, du gehst fort. Ja, okay. Aber ist egal. Andy, wir singen es trotzdem. Trotzdem, okay. Ja. Okay, super, ja. Du gehst fort. Mein liebes Herz, das ist doch nicht nur Wochen, die vorübergehen. Du gehst fort. Ich lass dir meine Träume hier so lang, bis wir uns wiedersehen. Und unsere Liebe hält uns noch, was kann uns beiden schon geschehen? Du gehst fort. Nach einer Trennung kann man auf sich besser lieben und verstehen. Du gehst fort. Du gehst fort. So wie die Sonne untergeht, wie Sommertage, die sich neigen. Ich fühle, wie der Winter kommt. Ich fühle Furcht und Kälte steigen. Du gehst fort. Du gehst fort. Die Welt ist dunkel wie vorher. Kein Vogel singt mehr in den Zweigen. Ich habe Angst vor dir, vor mir. Ich habe Angst vor dem Schweigen. La, 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 la. Andy Borg. Dein Applaus, meine Damen und Herren, Iron Sheer. Vielen Dank für dieses Duett. Wir freuen uns jetzt, weil wir haben drei Burschen da. Eine einzigartige Karriere. Die Schlagerpiloten singen und die entführen uns jetzt in ein warmes Land nach Hawaii. Die Schlagerpiloten. Die Schlagerpiloten haben uns nach Blue Hawaii entführt. Wenn ich das an der Stelle sagen darf, meine Damen und Herren, es gibt die zweite Folge unserer Duette-CD vom Schlagerspaß. Da sind die Schlagerpiloten auch drauf. Allerdings nicht zu dritt, sondern mit einem vierten Piloten. Auf jeden Fall lohnt sich diese Duette-CD Schlagerspaß. Wir stehen hier, weil ich mit dem Jens abgemacht habe, wenn ich jetzt die Ansage mache, für das nächste Lied, für das nächste Duett, Patrick. Wir zwei singen jetzt. Ja, wissen Sie, warum wir jetzt singen? Wir singen von einem Mann Lieder. Jeder, der heute Abend hier ist, hat irgendwann einmal für irgendjemanden geschwärmt. Und der hat dann gesungen, dann hat man mitgesungen, dann hat man geschwärmt und weitergesungen. Und manchmal ist was draus geworden, manchmal nicht. Von dem wir jetzt Lieder singen, spüren wir, dann wissen die Leute sofort. Ganz in Weiß mit einem Margritenstrauß, so reiß ich die allerschönste Blüte auf. Aus, wir kommen. Wir müssen ein bisschen ernst bleiben. Meine Damen und Herren, wie kriege ich die jetzt wieder dran? Okay, Patrick, komm her. Ja,
Andi? Jens, du bist vorbereitet, du hast die Prüfung bestanden. Darf ich dich auf deinen Platz? Du, ich gehe auf meinen. Kommt das stimmt, auch oder? Auf die Duetteplatte drauf dann? Ja, wenn du es brav singst, dann kommst du auf die Duetteplatte drauf. Wir singen jetzt ein Medley von dem Mann, der uns viele schöne Stunden beschert hat, von Roy Black. Ich denke zurück an das Jahr, als ich eben 17 war, kam ein Zirkus in unsere Stadt. Und abends im Zelt sah ich sie, die mein Herz bis heute nie vergessen hat, vergessen hat. Das Mädchen Carina war schön wie ein Stern im Himmelszelt. Das Mädchen Carina war meine erste große Liebe, die ich fand auf dieser Welt. War meine erste große Liebe, die ich fand auf dieser Welt. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein, du bist nicht allein, du bist nicht allein, du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Es finden tausend junge Herzen heute keine Ruhe. Es haben tausend Menschen Sehnsucht, genau wie du. Oh, glaub mir, du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Mit meiner Sehnsucht, meinen Träumen bin ich bei dir. My darling, du bist nicht allein, komm und träume mit mir. Freunde sagten ihr, lass die Finger weg, er taugt nicht viel. Aber sie hat ihm allein vertraut und für ihn war alles nur ein Spiel. Als er sie dann sitzen ließ, traf sie's wie ein Schlag. Sie tat mir schon lange leid und ich hab ihr gesagt, es war nur Sand in deinen Augen, das wird vergehen und du wirst sehen, wie gut ich's meine. Es war nur Sand in deinen Augen. Erst gibt es Tränen, dann ist dein Blick wieder klar und frei. Mit meiner Liebe ist deine traurige Zeit vorbei. Schön, dieses Lied mit dir gesungen. Ein wunderbarer Künstler und... ich denke mal, das wird eine wunderbare Duettplatte. Ja, die dritte wird auf jeden Fall unbedingt noch besser wie die zweite. Patrick Lindner, danke schön. Stefan, Andi, komm mal bitte zu mir. Gerne.
Also du hast vorhin in der Anmoderation zu Patrick gemeint, es hat jeder Künstler, der auf der Bühne steht, bitteschön hier Platz zu nehmen in deinem Wohnzimmer, Vorbilder, Größen. Also in 40 Jahren Karriere, lieber Andi, gibt's ja einiges, was du erlebt hast. Und du bist mit so vielen Idolen auch zusammengekommen. Ja. Hat es da einen ganz besonderen gegeben, wo du gesagt hast, boah, war das schön, dass ich den kennenlernen durfte. Es war so eine große Ehre, dass ich mit dem irgendwas tun durfte. Ja. Vielleicht auch kochen oder singen oder beides. Nein, du bringst mich auf die Idee, gekocht habe ich nur mit einem, ja. Und zwar mit Vico Toriani. Seine Tochter hat bei dir in der Sendung, glaube ich, letztes Jahr war das, das Buch vorgestellt, seine Biografie. Meine Frau hat das gelesen, und mir erzählt. Weil ich mit Lesen war ich noch nicht fertig. Das hat mich beeindruckt. Ein großartiger Kollege, mit dem habe ich gekocht. Ja. Ich kann weder kochen noch singen. Ja. Nein, also kochen kann ich nicht. Ja. Ich bin 2546 Stunden im Archiv des SWRs gesessen, muss ich dir sagen. Und ich habe genau diesen, und jetzt halt dich fest. Bleib sitzen. Du hast nicht das aufgetrieben mit Vico Torre. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Ich will jetzt nicht gestört werden. Ich glaube, Sie freuen sich genauso wie Andi Borg und Vico Torre. Das ist lang her. Bitte schön. Oh. Ja, ein Omelette, Kiss, ist ein Hochgenuss. Süß und zart, so wie ein Kuss. Schauen Sie, alles ist bereit. Und keine Angst, man braucht dazu nur wenig Zeit. Man nehme erst einmal ein Ei, 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 dann ein zweites, drittes. Die Dotter, die kommen hier hinein, ja, und dann, dann nehme man zwei, drei Teelöffel Zucker oder noch ein bisschen mehr. Das genügt schon, danke sehr. Es fehlt noch Mehl. Lotti d'amour. Ach was, Backpulver fehlt und Zitrone. Ja, und außerdem geht es auch nicht ohne Milch. Denn Milch macht müde Männer munter. Milch macht Männern Mut. Und mix ich noch nen kleinen Cognac drunter. Schmeckt das Omelette noch mal so gut. Das Ganze rühre man dann schaumig. Bitte nicht so an, weil ich mich sonst nicht konzentrieren kann. Oh je, wie rührt das? Nein, bitte, Andi, bitte lass, ich mach das schon. Okay, okay. Leise rieselt der Schnee. Und jetzt bäckt man das Omelett zart in frischem Butterfett. Gib Schnee und Eiermasse zu und lässt das Ganze dann mal eine Zeit in Ruhe. Leise, ganz leise, zieht's durch den Raum. Festliche Speise, köstlicher Traum. Einmal probieren, das ist tabu. Bloß nicht dran rühren, doch eins an die Tu. Dreh es noch einmal um, ehe wir auseinandergehen. Das ging ja noch mal gut, aber davon abgesehen. Schau's dir noch einmal an, ist's nicht wie ein zarter Kuss. Jetzt kommt die Krönung. Was, noch was? Ja, zum guten Schluss wird es belegt. Mit Ananas. Mit Ananas. Mit Ananas. Mit Ananas. Ascaragas. Es ist geglückt, wie jeder sieht. Wir wünschen allen einen guten Appetit.
Einen großen Applaus von Ihnen zu Hause an Andy Borg und den unvergessenen Vico Toriani. Hast du damals eigentlich gewusst, was du da zusammenrührst während des Singens? Nein, auf keinen Fall. Ich habe mich so auf den Text konzentriert. Und für mich, dir muss ich es nicht sagen, wenn man neben einem Mann steht, den man aus dem Fernsehen kennt, ja, dann klickt man alles aus. Ich habe einfach gemacht, was sie zu mir gesagt haben. Aus dem Nähkästchen zu plaudern, hast du das zu Hause jemals nachgekocht oder gebacken? Oder? Oder? Gegessen. Ja? Nein? Ja, gegessen habe ich es. So wie solche Ausschnitte zu unserem Leben gehören, gehören die Jutes ja eigentlich auch zu unserem Musikleben. Ja. Wie oft waren wir mit denen unterwegs, wir haben vorher darüber gesprochen und jetzt sind sie da und wir hören uns ein paar ganz große Hits an von diesen Burschen aus dem Zillertal, von den jungen Zillertalern. Ja.
junge Zillertaler Rockmusik von den jungen Zillertaler. Schön, dass ihr da seid bei uns beim Schlagerspaß. Sie haben zu Hause auch ihren Spaß, oder? Wenn die da mit der Zipfelmütze auf der Züge. Und Sie finden auch Zeit, uns zu schreiben. Und nicht nur übers Internet, sondern handgeschriebene Briefe. Und da schreibt jemand: Lieber Andi, ich bin ein großer Fan deiner Sendung und deiner wunderbaren Stimme. Könntest du für mich das Lied Albany von Roger Whittaker singen? Ich verbinde mit dem Lied schöne Erinnerungen. Mach weiter so. Es grüßt dich dein Fan Elke aus Freiburg. Liebe Elke in Freiburg, das hat dieses Lied nicht verdient, dass ich das alleine singe. Aber ich habe ja Kollegen da, die haben es schon einmal ertragen, wenn ich mitsinge. Die haben das auf einer eurer CDs, ist Albany drauf, oder? Von Roger Whittaker. Dann nehmen wir das doch, oder? Ich singe ein bisschen mit, dann tut das nicht weh. Wir singen jetzt für die Elke aus Freiberg, Albany. Gemeinsam in den Wäldern. Doch aus Bruderliebe und Freundschaft wurde eines Tages bittere Feindschaft, als sie sahen, sie liebten beide dasselbe Mädchen. Albany, hoch in den Bergen von Northern Green. Albany, in deinen Mauern war ich einst zu Hause. Albany, Schloss meiner Väter, das ich geliebt. Ach, könnte ich dich nur einmal wiedersehen. Wiedersehen.
Dankeschön, Andi. Die Schlagerpiloten mit mir, Albany, der Wunsch ist erfüllt für die Elke. Also besser kann man das nicht machen. Also wir verstehen uns einfach, wir albern nie. Ja, wir haben, haben wir gerade gesungen. Also da bei ein paar Lieder muss man schon ernst bleiben. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt, nein, ich muss das anders sagen, wenn Sie sich vorgenommen haben, heute Abend ernst zu bleiben, grantig zu schauen, spätestens jetzt bei dem nächsten Titel haben Sie ein Lächeln im Gesicht. Wegen Patrick Lindner. Komm, lach mal. Ich kenn dich jetzt schon jahrelang, sieh hinter dein Gesicht. Wenn jemand denkt, da läuft doch was, dann stört mich das echt nicht. Weil du ein bisschen schüchtern bist, kommst du nicht aus dir raus. Dabei siehst du mit nem Lächeln noch so viel schöner aus. Komm, lach mal, ich weiß, dass du es kannst. Komm, mach mal, dass dein Mund nach oben tanzt. Das wird dich so, 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 so viel schöner machen. Du musst nur la, 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 la lachen. Komm, lach mal. Ich, dass du traurig bist und nahm dich in den Arm. Dass du halt lieber leise bist, hat seinen eigenen Charme. Doch meine Welt verändert sich, wenn du vor Freude strahlst und mit deinen Lippen ein kleines Kunstwerk malst. Komm, lach mal, ich weiß, dass du es kannst. Komm, mach mal, dass dein Mund nach oben tanzt. Das wird dich so, 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 so viel schöner machen. Du musst nur la, 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 la lachen. Komm, lach mal. Dass dein Mund nach oben tanzt. Komm, lach mal, ich weiß, dass du es kannst. Komm, mach mal, dass dein Mund nach oben tanzt. Das wird dich so, 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 so viel schöner machen. Du musst nur lachen. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, oder? Da lacht man gerne. Vielen Dank, das ist noch einmal dein Applaus. Patrick Lindner im Schlagerspaß mit seinem neuen Lied Lach mal. Ja, Sie wissen, warum ich hier stehe. Nicht, weil ich meinen Bauch hinter dem Fass verstecken möchte, sondern jetzt geht's um dieses Telefon. Ich rufe wie immer jemanden an. Dann geht's um die Jukebox, wo sich jemand wünschen kann, welches Lied er heute erfüllt. Hier bei uns, bei der Nee, aber Moment, nur ganz kurz. Du brauchst heute nicht telefonieren. Du stehst seit 40 Jahren auf der Bühne, du hast dir eine Pause verdient. Okay. Ich würde für dich, nein, du bleibst schon bei uns, aber ich würde für dich telefonieren. Okay. Und zwar rufen wir jetzt eine liebe Kollegin an. Ich habe mir die Nummer aufgeschrieben, wenn Sie die auch wissen möchten. Okay. Dann einfach. Nee. Die ist aber eine lange Nummer. Nee. Wir rufen auch ganz weit weg an. Okay. Es wird teuer Darf heute. Darf ich nicht wissen, wer da jetzt gleich dran ist? Wir rufen. Vielleicht mag die mich. Ich gebe dir mal einen Hinweis. Es geht in die Schweiz. Eine Kollegin aus der Schweiz. Moment. Heidi! Ja. Nein, die ist noch beim Großvater. Wir rufen jetzt. Moment. So, okay. Jetzt müsste das hoffentlich.
Ich hoffe, ich habe es richtig gewählt. Ich habe mal extra hier alles aufnotiert. Jetzt rufen wir eine liebe Kollegin an. Vielleicht erkennst du sie. Okay. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, Florian. Hi. Servus. Hallo. Beatrice Egli ist am Telefon. Egli ist am Telefon. Hey. Servus. Beatrice. Du, das hat wunderbar geklappt. Ich habe jetzt... Ich habe deine Telefonnummer gerade in die Kamera gezeigt. Du kriegst also in Zukunft mehrere Anrufe. Nein, Beatrice, du bist hier live hier bei uns zugeschaltet beim Andi, beim Schlagerspaß. So, und die Beatrice war schon mal hier. Ja, die kennt. Ich habe gleich eine Frage an dich, Beatrice. Du musst ja hier reinreden. Hier muss ich reinreden. Nicht. So Beatrice, laut einfach. Warum hat der Florian deine Nummer und ich nicht? Müssen wir ändern. Wo bist du? Was machst du? Du, ich bin gerade im Wald in der Schweiz und genieße den Abend. Das ist gut. Super. Und du hast dir auch was gewünscht, stimmt's? Heute darfst dir du nämlich etwas wünschen und du möchtest dir einen ganz schönen Song gesungen von Andi wünschen. Habe ich recht? Ja. Also, aber ich habe schon gesungen. Nein, aber. Ja, aber wir kriegen ja nie genug von dir, Andi. Wir wollen immer mehr von dir hören. Heute ist dein Jubiläum. Da musst du mehr singen. Was? Andi, ich weiß ja von dir, du liebst doch die Smokey. Ja. Oder? Ja. Haben wir lange drüber geredet auf der Tour, genau. Genau. Wir zwei haben endlos drüber geredet. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich für dich Needles and Pins. Oh. Von Smokey. Ja. Okay. Hast du den Text drauf? Den Text habe ich, aber ob der Konstantin Musik hat, Hammer. Dann gehe ich schon mal rüber. Beatrice, alles Liebe. Andi. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Beatrice, Andi geht jetzt schon mal auf Position. Also, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast, Beatrice. Danke, alles Liebe. Bis bald. Alles Liebe. Bis bald. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Servus. Ciao, ciao. Oder du kannst zuhören. Ich lasse dich hier schon aufklicken. Na ja, gut. Andi, die schaut dir jetzt zu. Also, jetzt singt für sie und auf besonderen Wunsch von Beatrice Andi Borg Needles and Pins. Ich erfülle mir gerade selber einen Wunsch. Ja, das ist doch noch schöner. Hammer. Habe also. Ich noch nie im Fernseher drinnen gesungen. Du bist bereit. Baram, baram. Super. So today, I saw her face. It was a face I love. And I knew I had to run away. Get down on my knees and pray. Then they go away and still they begin. Needles and pins. Because of all my pride, the tears I gotta hide. Oh, I thought I was smart and wouldn't hurt. Didn't think I'd do. But now she see, she's worse to him than me. Then her go ahead and take his love instead. And one day she will see just how to say please and get down on her knees. But now that it's me, she feels those needles and pins. Her, needles and pins. Needles and pins, needles and pins. Needles and pins, super, danke schön. Needles and pins. Ich schau's. Das habe ich gesungen noch, bevor sie mich zum ersten Mal im Fernsehen ertragen mussten. Vielen Dank. Hebt es auf, vielleicht wünscht sie sich's nochmal. Jetzt, wo ich die Nummer habe von Florian. Ja. Florian, ich kann jetzt wieder weitermachen mit den Wünschen, die ich gerade... Ja, ich bitte darum. Okay, bitte darum. Dann lese ich jetzt einfach die Briefe nach der Reihe vor, so wie sie hier liegen. Sehr gerne. Okay. Perfekt. Da schreibt mir die Marlene und Gabriel aus dem schönen Elsass mit einem Foto dazu. Das ist die Marlene, hoffe ich. Und nicht der Gabriel. Nein, Spaß. Vielen Dank für das Foto. Danke für den Brief. Der Wunsch ist cool. Ich habe eine Bitte an Sie. Ich wünsche mir ein Lied, und zwar Marina. Das hörte ich zum ersten Mal vor ungefähr 60 Jahren. Ich war damals 15 oder 16, durfte sonntags nachmittags mit meinem Papa in eine Kneipe gehen und dieses Lied aus der Musicbox hören.
Konstantin, schauen wir mal, ob wir das haben. Marina? Lieber Andi, bleiben Sie, wie Sie sind, freundlich, einfach, ohne Shishi, steht da, und ohne Blabla. Meine Frau sagt immer, ich soll nicht so viel plappern, und Sie sagen jetzt, es ist gut. Also plapper ich weiter. Wir lieben euch, viele Grüße aus dem schönen Elsass, Marlene und Gabriel. Wer möchte diesen Wunsch denn erfüllen von der Marlene? Das ist 50s, da bin ich zuständig. Okay. Bist du zuständig? Ja, logisch, 50 Song. Marina, okay. Wünscht sie sich. Darf ich? Ja, natürlich. Marina. Komm her zu unserer Musikbox. Komm. Liebe Marlene, dieser Wunsch wird nicht nur einfach so erfüllt, sondern von keinem Geringeren als von Peter Kraus. Marlene heißt sie. Ja. Oh, sehr gut. Nein, aber das Lied heißt Marlene, Marlene, Marlene. Nein, ich versuche das umzufummeln. Vielleicht geht's. Okay, ja, komm, die Musik haben wir. Dann wir haben die Playback ab. Hier ist Marina mit Peter Kraus. Bei Tag und Nacht denk ich an dich, Marina. Du kleine, zauberhafte Ballerina. Oh, wärst du mein, du süße Cara Mia. Aber du gehst ganz kalt an mir vorbei. Doch eines Tages traf ich sie im Mondschein. Ich lud sie ein zu einem Glas Rotwein. Und als ich sagte, Liebling, willst du mein sein, gab sie mir einen Kuss und das hieß ja. Marina, 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 na, Marlene, dein Schick und dein Charme, der besticht. Marina, 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 du bist ja das größte Glück. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen. Komm, lass mich nie alleine. Oh, no, 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 no. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen. Lass mich nie alleine. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Ist nicht gelungen. Die Marlene. Marlene, hast du einen anderen Namen gesagt zuvor? Marlene und Gabriel. Aha, na gut. Marlene, 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 ich sing dieses Lied nur für dich. Gut. Sehr gut. Dieser Wunsch ist mehr als erfüllt. Ich wollte eigentlich singen. Vielen Dank. Ich danke dir. Dankeschön. Ja, also ich glaube, das spornt Sie an, uns weiterhin zu schreiben. Kein Problem, wir haben ein großes Postfach. Schauen Sie sich bitte diese wunderschöne Karte an, die uns erreicht hat. Selber, ich weiß nicht, wie man das sagt, gebastelt, gehäkelt, sagt man, oder? Oder gibt es eine App für so? Nein, 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 aber da steht, werter Herr Borg, schon mal, mein Name ist Elisabeth. Ich bin mit Kaiser Franz Josef verheiratet und möchte Ihnen, nein, das hat sie nicht geschrieben. Mein Name ist Elisabeth, die Sendung, was soll ich sagen, sie ist fröhlich, besinnlich, sie ist einfach spitze. Mein Wunsch ist, dass dieser von mir selbst gebastelte Brief Ihnen Freude bereitet. Haben Sie gerade gesehen, ich bewundere das. Haben Sie sich auch in den Finger gestochen, wie ist das? Nicht, Sie können das, okay. Mein Liedwunsch. Das Leben tanzt Zirtaki, Florian. Jetzt weiß ich auch, woher ich den Brief kenne. Den habe ich schon so lange im Büro liegen und denke mir, wenn einer von den drei Burschen einmal vorbeischaut, dann nötige ich den. Florian. Also normalerweise singe ich das wirklich nur mit Jan und Christoph. Aber nach so einem schönen Brief und für die Elisabeth, ja, und weil du auch noch Jubiläum feierst, würde ich das machen. Aber da brauche ich Unterstützung. Da musst du mir helfen. Weil okay. Ich kann das nur zu dritt normalerweise. Also brauche ich dich. Ja, das ist kein Problem, weil ich bin alleine so schwer wie die anderen beiden, die von dir beim Club 3 singen. Ich bin zwei Duettpartner. Ja, deswegen habe ich dich vorgeschlagen. Ja, okay. Würdest du mitmachen? Ja, ja. Mit dem Das Leben tanzt ihr Tag hin. Genau, aber das ist natürlich nicht nur singen, man muss dann auch tanzen. Dieses Nein, Licht. Sie wünscht sich nur singen. Steht das? Ja. Nein, beim Sirtaki muss man auch tanzen. Wir können schon mal, vielleicht gehen wir da hoch. Okay. Da haben wir ein bisschen mehr Platz. Und noch besser wäre es natürlich zu dritt. Stefan. Na ja. Stefan. 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 Komm schon. Das ist komm. Dein Platz. Stefan, komm hoch. Komm schon.
Ein bisschen tanzen. Das ist nämlich ein heimlicher Profitänzer, der Stefan. Ich bin ein tanzender Kartoffelsack. Ja, ja, ich auch nämlich. Ach, du auch? Ja, ja, ja. Siehst, haben wir schon das Wort. Das Schöne ist, das lenkt dann von uns ab, wenn du das so gut machst, verstehst? Ja. Also, Siertake ist doch... Das ist das Getränk. Das ist wieder was anderes. Ja, das ist wieder was anderes. So. Das ist, nachdem wir Siertake trinken... Siertake ist ganz einfach. Das ist einmal links, einmal rechts, einmal vor... Und zurück aber und dann eine Drehung. Einmal, wenn ich nicht einmal weiß, wo links und rechts ist, wie soll ich denn dann sagen, links ich wollte gerade sagen, wie hast du das denn dem Belgier und dem Holländer erklärt? Die haben mir das erklärt, okay. Weil die sind tänzerisch sehr begabt, vor allen Dingen Christoph. Die Niederbayern. Ja, ja, klar. Also wir drei Niederbayern. Ja. Ich glaube, wir kriegen das irgendwie hin. Also für die Elisabeth probieren wir es. Text haben wir drauf. Einmal links, einmal rechts, einmal vor und zurück. So ist der Lauf der Welt. Und dann kommt der Drehung. Das war schon. Das hast du mir verschwiegen. Das ist eine Club 3 Siertake. Ja, ja, im Fernsehen haben wir es schon gesehen. Okay, aber wir haben bei der Musikbox immer einen Text dabei. Das hat dein Team hoffentlich alles vorbereitet. Haben wir einen Text? Wir haben einen Text, brauchen wir. Aber so weit kann ich das nicht lesen. Wenn du jetzt mit... Moment. Andi. Schau mal, die haben extra für dich. Wir haben das vorbereitet. Das ist super. Das ist super. Steht sogar dabei, wer was singt. Ja. Super. Das ist noch besser. Ja. Das schaut fast so warum aus, steht bei mir nis, no, oh, ja, nis, kannst du es lesen? Rückwärts geschrieben. Spiegelverkehrt. Dreh dich mal rum. Nein, lass so. Bleib so, okay. Bleib so. Alles gut. Fangen wir gerne an mit links. Wir fangen mal mit dem Intro an und steigern uns langsam rein. Also. Kann ich die erste Zeile singen? Ja, oder hinter mir? Okay. Steht da. Ich mach bitte die letzte Zeile. Ja, okay. Weil dann mach ich die letzte. Dann mach ich die in der Mitte. Ja, super. Okay. Ich bin immer das Letzte. Na. Seid ihr soweit? Ja. Für die Elisabeth. Elisabeth. Premiere. Ausnahmsweise einmalige Premiere. Das Leben tanzt Siertake. Los geht's. Ja, auf geht's, Jungs. So, jetzt da. Jetzt machen wir erst einmal nur links und rechts ein bisschen so zum Einstimmen. Jawohl. Sehr gut, Stefan. Sieht super aus. Aber jetzt müssen wir singen. Andi, du fängst an. Du fängst an. Ein Lichtstrahl fiel aus Elias Taverne. Sehr gut. Private Feier stand dort an der Tür. Stefan, jetzt du. Ich hörte Gläser klingen, Menschen lachen. Sehr gut. Und dann rang dieses Lied hinaus zu mir. Und jetzt. Einmal links, einmal rechts, einmal vor und zurück. So ist der Lauf der Welt. Das Leben tanzt Siertake. Auf die Liebe, die Hoffnung, der Freien und das Glück, das uns zusammenhält. Das Leben tanzt Siertake. Und wir liegen uns als Freunde in den Armen. Denn für eine Nacht sind wir alle gleich. Einmal links, einmal rechts, einmal vor und zurück. So ist der auf der Welt. Ist jetzt langsam. Das Leben tanzt. Aber es wird gleich schneller. Auf die Liebe, die Hoffnung, den Wein und das Glück. Das uns zusammenhält. Das Leben tanzt Siertake. So breit schon. Und wir liegen uns als Freunde in den Armen. Denn für eine Nacht, da sind wir alle allein. Einmal links, einmal rechts, einmal vor und zurück. Und alles ist Musik, Stefan. Das Leben tanzt Siertake. Nochmal. Das Leben tanzt Siertake. Der hat da rumgedreht, das ist immer schneller geworden zum Schluss. Ja, das gehört beim Siertake offensichtlich so. Das wird immer schneller, aber okay. Ich war jetzt auch, bin auch aus. Also, ich esse lieber Tzatziki, das sage ich dir, wie das Siertake. Also, wir üben noch ein bisschen den Siertake. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum. Ich lasse euch jetzt einfach in Ruhe. Ihr macht's weiter. Ja. Ich bin jetzt hier. Dankeschön. Ein Zwischenapplaus. Lieber Andi. 40-jähriges Bühnenjubiläum. Es wird keine große Ansprache. Na, ich habe schon einige Sendungen dieses Jahr hinter mir. Ich habe schon einige Ansprachen gehalten. Okay. Nur, dein alter Freund, möchte dir auch von ganzem Herzen gratulieren. Es ist nicht nur dein 40-jähriges Bühnenjubiläum, sondern es ist auch deine 35. Folge. In Folge mit immer größeren Erfolgen von Schlagerspaß mit Andi. Und wir sind so stolz drauf.
liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir solche Sendungen im Fernsehen noch haben. Lieber Andi, ich möchte dich ein bisschen begleiten durch dein Wohnzimmer hier. Pass auf, das ist eine Monitorbox, weil ich kenne deine Schritte. Okay. Ich kenne deine Schritte, bitteschön. Wo gehen wir denn hin? Bei Grad 4. Okay. Nicht so schnell. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Okay. Na? Bitteschön. So, ganz gemütlich. Wir gehen durch dein Wohnzimmer. 40 Jahre Andi Borg. Ja. 35 Folgen von Schlagerspaß mit Andi. Ja. Da möchte man meinen, als Moderator hat man alles erreicht. Aber was bei dir einfach das Phänomen ist, das hat der Florian vorher schon ganz, ganz groß herausgebracht, dass du niemals aufgegeben hast, an dich zu glauben als Sänger. Und du hast immer wieder ganz, ganz große Erfolge gefeiert. Und dazu möchte dir ein alter Freund, ein alter Kollege, wie wir damals unterwegs waren, ganz, ganz herzlich gratulieren. Und die Zuschauer zu Hause, die sehen das genauso. Denn ich möchte gratulieren, wir möchten dir gratulieren für 3x Gold für deine Alben, bitteschön. Nämlich für Caramia, für die Jugendliebe, unvergessene Schlager von Andi Borg und Adios Amor von Andi Borg. Und das sind nur ein paar Auszüge aus deinen großen Hits. Das sind aktuelle goldene Schallplatten, die du deinen werten Zuschauern zu Hause verdanken kannst. Und genau, das ist einen Riesenapplaus. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das haben die jetzt eine Woche lang, wir haben Proben jetzt seit einer Woche geheim gehalten, dass heute sowas. Vielen, vielen Dank. Du hast es gerade gesagt, so eine Auszeichnung kriegt man nicht von einer Jury, die keine Ahnung hat, sondern von einem Publikum. Und die kann man nicht erkrampfeln, so wie in Bayern und Österreich. Sondern das ist ganz echt, das ist eine Publikums-. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, und ich möchte noch was sagen. Lieber Andi, bitteschön, nimm mal kurz Platz auf deinem wunderschönen Stuhl. Hey, wir telefonieren fast jeden Tag und jetzt fangst du an, vor die Leute. Ja, und ich habe dich sogar die letzten Tage mal angerufen und dann habe ich gesagt, du hast Andi, gefragt, wie das geht mit dem Lauter und Leiser bei einer Spur. Bei Spuren und Zonen. Ja. So. Ja, das hat einen Grund, denn ich möchte dir einfach musikalisch danken. Ich möchte dir danken, ich möchte deinen Eltern danken, dass sie so einen ganz, ganz großen hier sitzen haben. Also ohne Mama und Papa wärst du jetzt nicht dort. Sonst würden wir nicht da sitzen. Ja. Und ich sage immer wieder, du hast ein ganz, ganz großes Herz. Also nicht nur hier auf der Bühne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich kenne den Andi, wir kennen den Andi. Und ich denke und glaube, das liegt daran, weil du einfach ein Herz hast wie ein Bergwerk. Ich danke dir für deine Freundschaft. Danke, Andi Borg. Singst du das jetzt? Black Witch in the Sky. Du bleibst ein Leben lang ein Dodel. Hat ihn der Lehrer oft geneckt. Heute ist der Unterhosenmodel ein Macho und ein Lustobjekt. Macho, Macho, kannst nicht lernen. Macho, Macho, muss man sein. Macho, Macho, sind von Stimmen voll dabei. Macho, Macho, bleib in Mode. Macho, Macho, sterb nicht aus. Macho, Macho, nimmt man gerne mit nach Haus. Wunderbar. Vielen Dank euch allen. Danke fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Das war ein ganz besonderer Schlagerspaß. Ich hoffe auch für Sie, für mich auf jeden Fall. Ganz, ganz viele Menschen sind hier, die ganz, ganz viel bedeutet haben in meinen ersten 40 Jahren. Vielen, vielen Dank fürs Kommen an euch alle. Danke für diese netten Zeilen. Ihnen zu Hause wünsche ich jetzt eine gute Nacht. Wir sehen uns schon bald wieder. Servus.